Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Anno 1800. Wir sind zurück am Start und direkt mal ein neues Schiff gebaut. Drei neue. Ja. Wir haben die Aufnahmesession ja beendet letztes Mal und haben ja angefangen auch Hand anzugreifen. Das funktioniert. Hat glaube ich nicht schlecht funktioniert. Euch schicke ich jetzt erstmal dahin. Na komm. Erstmal reinkommen wieder. Ein Schiff wird angegriffen. Ist das so. Werden wir wahrscheinlich häufiger hören. Wo fährt denn der Öltanker lang? Das ist aber... Ich guck mal, wo der lang fährt. Der fährt ganz komisch. Ja, der Öltanker geht down. Ich weiß nicht, warum der da so doof lang... Der fährt, also wenn du mal auf die Routen guckst, der fährt ganz daneben. Ich weiß nicht, warum er das tut. Das gibt gar keinen Sinn. Nee. Ja, das Kanu wurde abgelassen, aber trotzdem ist er tot. Ja. Kannst du bei Archie bald mal kurz gucken, ob der einen Öltanker noch hat? Ein Schiff wurde zerstört. Sonst baue ich einen neuen. Nee, hat er nicht. Ja, dann baue ich mal einen neuen. Zack. So, wir waren ja noch am Krieg führen hier. Wirtschaft haben wir in der letzten Session, oder hast du gut hinbekommen. Erstmal. Mhm. Da können wir aber dann nochmal in, weiß nicht, nochmal 10 Minuten oder so vorbeischauen. Und wir wollten jetzt Crabberidge angreifen in der alten Welt, ne? War die dicke Erde vorher schon da? Anscheinend schon. Oh, der Hafen sieht aber irgendwie krass geschützt aus, ne? Da ist eine dicke Bertha, ja. Eine Flammenwerfer ist dort. War alles rechten Flanken. Guck mal, zwei Flakstellungen, drei Flakstellungen. Ja, ich würde trotzdem mal sagen, dass ich mit den Luftschiffen mal so einen Angriff gleich starte. Einfach nur, wenn wir die auch mal benutzt haben, weil sonst machen wir ja eh nichts mit denen. Aber ich glaube, könnte schwierig werden mit unserer jetzigen Flotte, oder? Ja, drei Schiffe waren auf dem Weg zum Kanonenboot, den Öltanker angegriffen hat. Die könnten wieder zurückfahren. Definitiv. Ja, habe ich auch schon geschickt. Schick die schon mal ein bisschen in Position. Wir könnten ja jetzt schon mal anfangen. Oh, das ist ja echt nicht viel. Nee, deswegen. Wenn wir jetzt anfangen, könnte es vielleicht dann nach hinten losgehen. Aber was ist denn bei Kap los? Da haben wir doch die Schiffe... Ich habe welche rübergeschickt direkt. Also die sind auf dem Weg. Die auf dem Weg sind... Ach genau, die sind ja schon... Ja, genau. Genau, die brauchen... Oh Gott, wo denn jetzt? Die brauchen natürlich lange, ne? Der Hafen hier wurde vom Linienschiff, aber nur kurz gestreift. Der fährt oben lang. Jetzt hält er an. Hier kommt ein kaputter Öltanker bei uns an. Ich habe ein Schiff abgezogen für das Linienschiff da oben. Ja, jetzt gerade werden wir ein bisschen gestört hier. Wohin soll's gehen? Versuchen wir es? Wenn es nicht hinhaut, haben wir ein Problem. Dann haben wir kaum noch Schutz. Ich guck mal kurz Arktis, ob wir da noch was machen können. Ne, Arktis stimmt, da haben wir gar nicht die Flotte. Neue Welt hatten wir noch, stimmt. Das hatten wir auch noch. Ja, warte mal. Ich glaube, du musst mal kurz dein Mikro nochmal adjustieren. Das war gerade immer, als ob du durch so eine Röhre sprichst. Besser. Ja. Perfekt. Das Cambridge 2. Ach ja, stimmt. Ist ihre Gebäude zerstört, was? Ich habe keine Ahnung. Ach, das Linienschiff greift an. Hast du ein Schiff hingeschickt? Ja, habe ich. Boah, aber einen kleinen Moment. Dann schicke ich die Schiffe schon mal in die Nähe von Crabberidge. Das schaffen die auf jeden Fall. Neue Welt dürfte gar kein Problem sein. Der hat hier nichts. Ja, ich sag mal, mich juckt es auch in den Fingern tatsächlich anzugreifen in der alten Schiff Welt jetzt gerade. Okay, das ist das Linienschiff. Mach weg das Ding. Schiff vom Stapel gelaufen. Oder sind die nächsten beiden? Perfekt. Ich schicke die rüber in die alte Welt direkt. Schiff vom Stapel. Die Schiffe werden wir ja wohl da brauchen. Zack. Ja, momentan sehr krass im Kriegsgame dabei. So, dann gucken wir nochmal kurz hier in die Wirtschaft rein. Luxusgüter. Wurst geht runter. Wurst würde ich nochmal schauen. Wo hier war die Wurst? Versteckt die. Ach, hier haben wir kein Holz mehr. Dann mache ich kurz mein Schiff für Holz fertig. Haben wir hier keins mehr übrig? Ah doch, da, Bergungsschiff. Komm du mal bitte hoch. Zum Horizont. So. Alte Welt. Ja, kriegt er hin, ne? Sehr schön. Schlagkreuzer schafft das. Also, ich gucke nochmal gerade wegen Crabberidge. Wenn wir die Seite des Hafens zerstören, reicht das aus. Aber. Boah, sind schon ein paar Dinge da. Also, ich sag mal so, wenn wir mit ein paar mehr Torpedos arbeiten und vielleicht die Luftschiffe zum Einsatz kriegen. Boah, ich finde Luftschiffe schwierig, aber können wir versuchen. Wollen wir machen? Einfach no risk, no fun? Aber Luftschiffe raufschicken erstmal als erste Welle.
Ja, wo aber sind ich hier gerade. In der Mitte, die sind genau da auch. Weil dann würde ich mir dann mal einmal. Ich drei und du nimmst drei. Ja, dann nehme ich mir da schon mal welche ab. Ich guck also, mal gerade mal, wo die. Mal. Du musst auch Abwurf planen. Weil ich guck gerade nochmal. Geschützstellung, Flak. Okay. Und dann musst du links oder rechts klicken. Muss ich gerade nochmal selber schauen. Ich bin erfreut, Ihnen unseren Abwurfplan vorstellen zu dürfen. Dann unten rechts alle Abwurffahnen in einen Schacht laden. Siehst du das? Ne, wir wollen gleichmäßig zwischen den Schächten verteilen, würde ich so lassen. Und dann Ziel für den Abwurf auswählen und dann klickst du da drauf. Und dann, glaube ich, rechts, Linksklick. Mit dem Abwurf beginnen. Ja, dann macht er Linksklick und dann kannst du halt einmal ziehen, wo er das lang hauen soll. Das wahrscheinlich mit rechts, ne? Setz das Ding in Bewegung. Genau, ziehen. Genau, muss ich so ziehen. Und dann akzeptiert er das. Aber das Ding ist, wir können jetzt nicht alle gleichzeitig machen. Ich kann nur Luftschiff pro Luftschiff machen. Ich kann alle drei. Kannst alle drei. Achso, doch, kann ich auch. Nevermind, ich kann auch. Ziehen, ne, mit links ziehen. Doch, ich sehe es. Ah, oh. Dann würde ich nämlich auch die. Mal verstanden. Ich bin fahr los. Okay. Doch nicht. Ich fahr los, ne? Ja, aber jetzt habe ich das. Ich check das nicht. Muss nochmal Linksklick nochmal bestätigen, deinen Angriff. Okay. Okay, bist du bereit? Ich muss also drückst du erstmal diese drei Kreise, drückst du erstmal auf dein, wo du angreifen willst. Ein rostiger Nagel ne? Im Auge meiner Frau. Ja. Und dann rechtsklick. Und dann rechtsklick, wo die dann, glaube ich, hin ausweichen sollen, danach wohl abhauen sollen. Sache an. Ja, aber wenn ich einmal rechts klicke, dann bin ich wieder aus dem Menü raus. Dann musst du linksklick machen. Also ne, beide zweimal linksklick. Einmal linksklick, dann hat er dann das Ziel. Ah, du fährst los, okay. Dann fahr ich auch los. Ah, warte, jetzt habe ich gerade. Oh ja, warte nochmal. Nochmal, stopp. So. Nein, links stopp. Linksklick. Linksklick. Weil jetzt weiß ich nicht, welche Schiffe du hast. Ich fahr los, ja. Ich weiß nicht, welche du hast mehr. Stopp. Abbruch nochmal. Ich hab grad. Die ganzen Luftschiffe sind durcheinander gerade gefahren. Nochmal. Ich nehme die rechten, du nimmst die drei linken. Meine Güte, jetzt haben wir es aber auch gleich hier. Okay, 3, 2, 1, Start. Jetzt aber. So, bin ich mal gespannt. Ja, das ist aber eine komplizierte Steuerung, ey. Schiff unter Beschuss. Wäre natürlich jetzt wohl. Ja, die schießen auf jeden Fall. Waffen helfen ebenso wenig wie Weihwasser. Also die machen schon Zerstörung, ne? Ja, und haben tatsächlich. Und hauen jetzt ab. Eins ist nur down? Nee. Eins ist down gegangen. Gar keins. Das war gut. Angriff. Jetzt komm, ich gehe mit der anderen Seite. Auf. Ich gehe auf die dicke Bär da dann. Ey, das war ja richtig krass. Also wahrscheinlich ist das auch scheiße teuer. Die Bomben dauern ein bisschen, bis sie hergestellt worden sind bei mir. Auf jeden Fall. Schiff unter Beschuss. Bereit machen zum Feuer. So, Crabbridge, zack. Kreuzer bereit. Na? Ja, her mit den Torpedos. Ich glaube, die brauchen wir aber gar nicht mehr. Na, glaube ich auch nicht. Genau, die am meisten sind ja sowieso kaputt. Fast. Ey, krass. Okay, die Bomben, die waren gerade schon ziemlich geil. Angreifen ist zu leicht, wirklich. Ja, weißt du, da haben die schon so richtig viele Geschütze an den Häfen stehen, aber. Und ich habe echt kurzzeitig gedacht, dass der Hafen echt schwierig wird. Ja, aber die haben ja fast alles zerstört. Mehrere Gaszellen verloren. Und wir haben alle. Aber gut, jetzt wissen wir auch, wie die Luftschiffe funktionieren. Und die haben sogar nochmal eine Ladung, fast alle. Ja. Ich würde jetzt einmal nach Cap Trelawney zurückschicken und nochmal neu aufladen. Ja, klar. Ich glaube, das ist eine gute Sache. Flotte erwartet Befehle. Genau, jetzt hier 1, 2, 3, 4. Okay, dann geht ihr einmal bitte zurück nach Cap Trelawney, Crown Falls. Dankeschön. Guten Job habt ihr gemacht. Da haben wir alles. Ich drück dann gleich wieder drauf, ne? Schiff ja, damit wir dann uns nicht irgendwie in die Quere kommen. So, das Schiff wird angegriffen. Capture-Leon ist ein Schlachtkreuzer. Das ist gar kein Problem. Das sind ja, wo sind die ganzen Schiffe hingefahren, sag mal? Die sind reparieren. Schiff unter Beschuss. So, dann müssen die aber auch nochmal. Ich schick zwei rauf. Ran. Zwei Schlachtkreuzer habe ich raufgeschickt, damit das schneller geht. Und die anderen, ganz ehrlich, die kannst du jetzt schon rüberschicken. Der auf dem Weg dahin, die werden ja auch, glaube ich, repariert, wenn sie auf dem Weg sind schon. Halt.
Ich drück dann mal. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Hat wahrscheinlich nicht funktioniert bei meinem Glück, bei unserem Glück hier. Ne, hat nicht funktioniert. Na gut, wir müssen dann nochmal neu laden. Also irgendwann später. Okay, da wissen wir auf jeden Fall, die Insel haben wir, egal was passiert. Neue Ziele. Also einmal alle Schiffe einmal nehmen hier bitte. Und bitte erstmal zurück zum Reparieren. Flotte geht auf Fahrt. Schiff unter Beschuss. Jetzt nervt er natürlich da unten der Schlachtkreuzer immens, ne? Schiff vom Stapel ja, das gelaufen. Rickschiff, hast du losgeschickt? Ja, ich lasse zwei in der Welt hier, das müsste reichen. Nee, wir haben ja schon zwei. Ich habe ja zwei zu dem Schlachtkreuzer unten hingeschickt. Der Hafen wird ja, genau. Angegriffen. Ah, der nervt aber echt, ey. Naja. Luftschiff zur angegriffen. Neue Welt. Oh, jetzt werden von Luftschiffen angegriffen. Jetzt habe ich. Wo sind die Flakmonitore? Stillgestanden! Der Admiral. Ja, ich schicke mal die Flakmonitore in die Nähe. Scheiße. Ja, ich glaube, der geht unter. Ihr Hafen wird angegriffen. Da, sonst machen wir so. Komm jetzt ganz schnell her, bitte. Damit wir dich da vielleicht in die Flakdinger reinlocken. Oh, Flagge, Schiffe kommen schneller. Ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Aber jetzt haben wir selber mal ausnahmsweise mal eine Flakstellung hier, ey. Ich glaube, der überlebt hat sogar. Schiff unter Beschuss. Sehr schön. Guckst du mal bitte kurz, wo das ist? Muss ich gerade wegen dem Luftschiff schauen. So, ballert das Ding da vom Himmel runter. Wir haben euch nicht umsonst gekauft. Wir sind in Gefahr. Oder gebaut, ja. So. Ah, das wird dumm, dass der da hingefahren ist. Luftschiff ist down. Lotte unterwegs. Wieso fährst du denn so? Das gibt ja gar keinen Sinn. Da gehen wir rauf. Ein Schiff wurde zerstört. Irgendwas wurde. Irgendein Schlachtkreuzer. Und ich muss gestehen, ich weiß nicht wo. Nee, ich weiß, aber das ist einfach doof gewesen. Schiff unter Beschuss. Da ist er doof gefahren, ja. Ja. Der Klassiker. Ihr Hafen wird angegriffen. Der Hafen Capstone wird angegriffen. Da können wir gerade nicht viel machen. Okay, wollen wir neue Welt machen? Sie sehen. Ja. Hab sogar noch mal ein pyrophorisches Kriegsschiff kaufen können. Sehr schön. So. Stillgestanden, der Admiral. Wunderbar. Auf die Station. Aber für eine große Insel von Hand wieder weg. Dann würde ich sagen, ist als nächstes ihre Hauptinsel dran. Die, wenn ich mir mit die. Ich gucke die mir mal kurz an. Zweite Gebärde, joa. Also jetzt mittlerweile mit den Luftschiffen jetzt gerade ist das ja echt. Also wenn hier so 10 dicke Bäder stehen würde, dann würde ich Schiss kriegen. Aber so 2? Boah. Die eine hat uns ja auch nicht gejuckt. Nee. Also mit leise gut. Dicke Bärte macht natürlich gut Schaden und so. Aber wenn du die halt direkt zielgerecht angreifst, dann hat die keine Chance. Ne. Und natürlich so, haben wir jetzt auch die Bomben. Ja, und gerade haben wir noch die Bomben dazu benutzt. Davon mal ganz ab. Ich snack mir da. Angegriffen. Ja, geil. Ich guck mal kurz. Ja, verdammt. Das ist aber eine wichtige Insel. Das ist nicht gut. Das ist eine sehr wichtige Insel. Schiff unter Beschuss. Oh, das schmeckt mir mal nicht. Ich habe keine Kanone, ich kann nichts bauen. Ich weiß, ja, das ist unser Problem. Schiff unter Beschuss. Greif doch an, der bleibt dann einfach hinten stehen. Ich glaube es nicht. Oh, die Schlachtkreuzer sind manchmal echt belastend, ne? Zurückgekehrt. Oh, die sind manchmal echt anstrengend, ey. Nein. Oh Gott, das kann richtig scheiße werden gleich. Ne? Ja, wir müssen halt da jetzt warten, bis das wieder raus aus diesem. Oh, er haut ab, oh mein Gott. Ja, gut, dass die KI doof ist. Wir haben eine Flugroute. Oh, ich glaube, er hat es auch nicht geschafft. Ganz knapp nicht. Naja, nee, aber hat ja schon wehgetan. Neutralen Auftrieb erreicht. So. Na, repariert mal bitte. Motoren anwerfen. Mal gerade schon mal die hier, die Luftschiffe fertig. Guck mal, ich krieg die sogar komplett nochmal mit 50 ausgestattet. Vor allem ein Angriff mit den Luftschiffen kostet 25 Bomben. Das heißt, wir können zweimal angreifen. Alles klar. Okay, Gefahr ist sofort gebannt. Habt ihr eigentlich auch auf diesen Ankermodus Stellung halten? Oh, ich bin ein Idiot. Generalangriff muss ich machen. Die jetzt verfolgen die einfach die ganzen. Kannst jetzt eigentlich anlassen dann und dann verfolgen die einfach jedes Schiff, was hier reinkommt. So.
Oh, das ist ja, wie lange müssen wir jetzt ein paar Minuten warten, bis die halt raus aus dem Angriffsmodus ist, die Insel. Ja, ich lasse die beiden Schiffe erstmal hier, nicht, dass die sie verlieren. Besser ist es. Übrigens, neue Welt, wir sind da. Na, ich will einmal kurz da, du kommst da. Nimmst Kanonen. Schiff hast du losgeschickt mit dem, genau, Holz, perfekt. Nimmst Kanonen mit und dann fährst du zur Insel da unten. Das fällt ja gar nicht, dass ich mal Kanonen habe, um im Zweifel nachrüsten zu können. Aber welches Frachtschiff hast du denn jetzt benutzt? Ich dachte, wir haben keine mehr. Die drei Flak-Monitore, ne, wir haben auch nichts hier. Bergungsschiff haben wir theoretisch noch. Der Öltanker ist ready. Vom Stapel gelaufen. Den werde ich einmal reinpacken, da wo der andere gefehlt hat. Siehst du ja, wo der Totenschädel ist, das ist immer sehr praktisch. So, wo ist es nachgebaut? Aufstand haben wir. Polizei ist gebaut. Zug, sich dieses Fachwissen zu sichern. Ah. Schiff unter Beschuss. Und dann fahren wir neue Welt so. Ja, welche schickst du in die neue Welt? Noch gar nichts, schickt nichts in die neue Welt. Dunkel, neue Welt greifen wir an. Also warte, ja, ich muss kurz gucken, wo hier angegriffen wird. Neue Welt, ja. Da ist eine Fregatte. Sollte man am besten schnelles Schiff nehmen, ne? Ich nehme dafür mal dieses pyrophorische Kriegsschiff, was wir da fertig haben. Ziel verfolgen. Auf hinterher. So, bist du ready? Ja. Na dann, lass raufballern. Feindliches Ziel erfasst. Hat einen Flammenwerfer, den sollten wir auf jeden Fall präferieren. Welche nimmst du? Und der Beschuss. Die nimmst du, okay. Der Admiral. Genau. Ah, Fregatte wird Schiff wahrscheinlich jetzt untergehen. Gehe ich stark von aus. Ruf da. Alter, das feuert aber auch eine Reichweite, ne? Ja, der erste Monitor ist aber gleich wieder sowas von down. Ein Schiff ja. Wurde zerstört. Das war ja richtig easy für das Ding. Wellenbrecher. Okay, Flammenwerfer ist down, sehr gut. Gerade werden alle Kriegsschiffe gekauft von allen Fraktionen. Boah, ich bin schon richtig hyped auf das neue Anno. Es ist zwar noch nichts angekündigt oder gar nichts dergleichen, aber ich habe, also es wurde ja schon angemerkt oder so ein bisschen angedeutet, dass es wieder Richtung Mittelalter geht. Da habe ich schon echt Bock drauf. Hey, auch. Unsere Flotte ist übrigens, ich schicke die nochmal kurz Richtung unseren Hafen. Schiff wurde zerstört, grünen sofort, zack. Das ist die Fregatte, da ist aber schon ein Schiff hinterher. Kessel unter Dampf. Ich glaube es nicht, dass die Fregatte immer noch lebt, ey. So. Bei mir gehen gleich nochmal die zwei Monitore down, ich glaube das lässt sich nicht mehr verhindern. Ja. Ein Schiff wurde zerstört. Piratenmonitor weg. Neuen Monitor weg. Flotte zum Angriff. Ne, hier, das ist Flakstellung, das ist egal. Sie durchkreuzen meine Pläne nicht. Mach weg. Eure Ziele? Ein Schiff wurde zerstört. Sehr schön. Flak, nur das kann schießen. Hi. Nur noch ein Ding, zwei Dinger, die schießen können. Genau das dann nur und dann auch der Konto, dann haben wir die Insel. Schiff unter Beschuss. Flotte bereit zum Feuern. Ist down. Okay, nur noch der Konto kann. Sehr gut. Formation einnehmen. Okay, der neue Welt haben wir geschafft. Sehr nice. Der so. Widerstand ihres Feindes bröckelt. Wo hast du die hingeschickt, die Schiffe? Die Schiffe. Oder, ach, die kamen gerade an. Ah, das ist unsere weitere Flotte. Das ist unmöglich. Alter. Wir haben so viele Schiffe gerade. Ich muss mal den Einfluss wieder zurück. Die Schiffe können wir nicht kaputt machen. Nee, ich muss einfach ein paar Schiffe wieder aus der rausnehmen, wo wir produzieren. Schiff unter Beschuss. Nur, das wäre auch nicht schlecht. Im Prinzip alle. Na, guck mal. Schiff unter Beschuss. Na, wo denn jetzt? Wo fahrt ihr denn immer lang, Idioten? Ich habe dafür kein Verständnis. Ich verstehe das also nicht. Also das war ich leider. Ich habe. Ach so. Früher war die sichere Route mal zum Gefängnis zu schicken und jetzt habe ich das einmal verplant und so. Da mit wie etwas immer. Glück noch. Er
verdulde ich es. Denn es steht auch eins, was krass kaputt ist, ne? Ja, ich weiß. Ach so. Ich weiß. Das scheint so, als ob das ein Fehler deinerseits gewesen ist, aber ich habe nur so eine Vermutung. Kommt das Ding noch raus? Ne, da kommt nicht mehr raus, glaube ich nicht. Ne, ein Schuss unabgefeuert, das dürfte der letzte sein. Ein Schiff. Genau der letzte Schuss, ne? Ach, wie ärgerlich. Machst du nix. Na, nee, machst du gar nichts, ne? Da konntest du nichts dran ändern. Das war einfach nur Fehler im System. So, dann können wir jetzt... Ja, ich würde die Flotte gar nicht hier... Die ist doch heil genug. Ja, ja, klar, können wir weiter. Ich habe sie auch kurz noch hingeschickt, tatsächlich. Aber wenn sie schon eh fast wieder repariert war, dann können wir weiter. So, gehen wir auf die Hauptinsel, ja? Also wir haben da unten ja noch eine weitere Flotte, die sich auf den Weg gerade macht. Die Insel ist down, Crabberidge ist down, die haben wir. Dann würde ich sagen, treffen wir uns vor der Hauptinsel, ja. Das wird lustig. Also wie gesagt, zweimal dicke Bertha, zweimal Flammenwerfer. Ist schon nicht schlecht geschützt, aber genau besser. Schiff unter Beschuss. Na, was denn jetzt? Ah, guck mal, Arktis. Das gibt's ja auch noch. Schiff Angriff. Unter Beschuss. Alles gut, da haben wir Schlachtkreuzer direkt in der Ecke. So. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar, ey. So. Neue Welt. Da muss auf jeden Fall... Ja, wobei, sind eigentlich auch noch gut in Schuss, wenn ich da so drüber nachgucke. Dann würde ich sagen, greifen wir mit der Flotte in der neuen Welt dann Hemlock 2 an. Definitiv greifen wir die jetzt an, ja. War schon mal in die Nähe. Ja, ich kann ganz die direkt links einnehmen. Boss, kannst du direkt raufgehen, kann scheiß drauf. Ja, hast ja recht. Und direkt rauf marschieren. So, was ist die stärkste Sache, dass die Kanone da... Vor allem drei Geflakstellungen sind davon. Das heißt, drei Sachen, die uns nicht mehr beschießen, ey. Na gut. Aber ich glaube, wie gesagt, das haben wir auch schon mal angeschnitten gehabt. Hand scheint sich auch nicht mehr großartig aufzubauen. Die hat keine Inseln mehr eingenommen, die wir sie ihr da freigelassen haben, so nett wie wir waren. Ja. Also das war echt schon ein bisschen strange, sage ich mal. Formation einnehmen. Nun gut. Hat sie alle nichts interessiert. So. Alte Welt ist schon da. Ja, kann aber noch ein bisschen näher auf jeden Fall düsen. Müssen wir gucken, dass wir das irgendwie aufteilen. Weil wir können natürlich nicht alle von der gleichen Seite kommen. Ja, ein paar Kriegsschiffe noch, Luftschiffe noch da. Hier hat sie auch nochmal zwei dicke Bärten und zwei Flammenwerfer stehen. Aber diese Küste hat sie gar nicht beschützt. Generell, aber wenn man nochmal guckt... Also ich weiß auch nicht, inwiefern die Entwickler da noch die KI ausgebaut haben, weil die bauen ja auch noch hier das Forschungsinstitut, ein paar Gelehrte, aber sie bauen halt zum Beispiel nicht mal Hochhäuser. Also, ne, da machen die ja schon ja, gar nicht halt, mehr mit. Das ist irgendwie traurig. Ja, aber Touristen haben sie ja auch nicht. Also Hotels sehe ich ja auch tatsächlich gar nicht. Gut, ich sag mal so, ich finde es gar nicht so dramatisch, aber wäre halt schön, wenn das militärisch noch ein bisschen kniffliger gewesen wäre jetzt. Ja. Ich sehe zwei Kanonenboote an ihrem Haupthafen. Ab und zu mal ein Schlachtkreuzer. Wenn ich mich an unsere Session damals erinnere, oder halt auch noch an meinen, als ich noch alleine gespielt habe, einfach Singleplayer. Alter, mit was die da teilweise rumgefahren sind. Ich weiß nicht, wo der Fehler diesmal war, keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, ob es generell ein Fehler ist, oder die das vielleicht auch wieder irgendwas an den vorherigen Einstellungen irgendwas vielleicht auch falsch gemacht haben, ne? Wer weiß das schon.